Für mich war es überhaupt nicht überraschend, dass Peter Scholze die Vizemedaille in diesem Jahr erhalten hat. Er galt ja bereits seit dem letzten ICM vor 4 Jahren als der Top-Kandidat für die diesjährige Verleihung der Vizemedaille. Es ist hochverdient. Peter Scholze hat bereits als Doktorand wegweisende Resultate erzielt und weltweites Aufsehen erregt. Er hat neue innovative Konzepte vorgelegt, klare Strukturen entwickelt, die zu ganz neuen Einsichten geführt haben und tiefliegende Zusammenhänge aufgedeckt haben. Er gilt als Jahrhunderttalent der Mathematik. Die Verleihung der Vizemedaille an Peter Scholze ist auch ein großer Erfolg für Deutschland. Endlich, nach über 30 Jahren, geht dieser große Preis, größte Preis der Mathematik wieder an einen Deutschen. In der Tat ist es das erste Mal überhaupt, dass der Preis an einen in Deutschland arbeitenden Wissenschaftler geht. Ja, wir hier in Bonn sind stolz darauf, Peter Scholze bei uns zu haben, ihn gefördert zu haben. Wir haben ihn ausgebildet als Student. Wir haben ihn sehr früh als Ausnahmetalent erkannt. Wir waren in der Lage und auch mutig genug, ihn mit 25 Jahren auf eine Professur zu berufen. Und wir hatten all unsere Möglichkeiten ausgenutzt, um ihn auch in den Jahren danach hier in Bonn, in Deutschland zu halten, trotz höchst attraktiver Angebote von führenden Top-Universitäten, wie zum Beispiel MIT, Princeton, Harvard. Ja, die Verleihung der Fields-Medaille an Peter Scholze ist sicherlich auch ein enormer Erfolg für die bundesdeutsche Exzellenzinitiative. Ohne die flexiblen zusätzlichen Mittel der Exzellenzinitiative wäre es auch einem renommierten Standort wie Bonn sicherlich nicht möglich gewesen, jemand wie Peter Scholze zu halten. Mit diesen Mitteln sind wir in der Lage, mit den Top-Universitäten im amerikanischen, britischen und schweizerischen Bereich auf Augenhöhe zu konkurrieren. Des Weiteren erlaubt das Hausdorff Center hier eine wissenschaftliche Umgebung aufzubauen, die per se attraktiv ist. Renommierte Kollegen, viele internationale Gäste, hervorragende Studenten, Nachwuchswissenschaftler, all das schafft ein Umfeld, das eben manches auch kompensiert, was wir in gewissen Bereichen nicht wirklich exakt nachbilden können.